Ja, liebe Iron Man Fans, willkommen zu einem zweites Video von mir mit der Ausgabe 5 von Fandom bauen den Iron Man. Wie ihr schon gehört habt, Ausgabe 5 nicht. Ich habe letztes Jahr mich vertan. Ja, ihr seht, Verpackung sieht ganz natürlich anders aus. Diesmal nicht mehr dieses große Paket mehr, wie man es kennt. Bei Ausgabe 5 kommt das jetzt in so eine Tüte. Und natürlich ist natürlich ein bisschen wenig drin halt, ne? Das soll irgendein Innengelenk sein von die Figur. Das schauen wir uns gleich mal an. Jetzt gucken wir erstmal uns das Heft mal an. Ist sehr groß, das Bild, das Muster von dem. Hier ist bezeichnet, was innen drin ist. Hier ist die Ausgabe 5. Und wir schauen mal rein. Also es ist auch sehr interessant, diese Hefte zu lesen. Nicht nur immer zu bauen, weil ich habe letztens mal ein Heft gelesen. Es ist sehr interessant, was da drin steht. Auf jeden Fall diese Hefte nie wegschmeißen. Es gibt welche, die schmeißen die weg. Ich muss erstmal Tasse Kaffee trinken. Moment, Entschuldigung. Und ist schon ganz interessant. Ich finde auch diese Comic-Bilder hier sehr schön. Wieder natürlich eine Postkarte, wo es herkommt. Die Abos, ja. Dann hier nochmal ein schönes Comic, ja, Geschichte, denke ich mal. Hier sind nochmal zwei. Hier, ich denke mal, das ist der Gegner von dem. Und das ist eine ganz große, schöne Geschichte. Viele Comic-Fans, denke ich mal, wissen es, worum es geht. So, das ist hier schon mal der Anbauteil. Viele Teile ist nicht. Das ist einmal Ellenbogengelenk 1. Ja, also Ellenbogengelenk. Das mittlere. Hier ist unten noch angegeben, wie das ist. Und dann ist hier der Schritt, was das hier ist, wie es zusammengebaut wird und sonst was. Also es ist nicht viel, Leute. Also, diesmal sind es nur ein paar Teile. Ihr braucht auch nichts zusammenzuschrauben. Hier ist nochmal ein sehr schönes Bild, wie das hier drin verbunden wird, wie das hier später aussieht. Das ist die ganze Rüstung vom Iron Man. Hier ist noch einmal ein Bilddetail gezeigt. Das ist die ganze Figur. Und hier ist der rechte Arm gezeigt. Das innere Teil hier. Das ist das. Ja, und dann natürlich dann wieder ein paar Geschichten hier. Dann hier noch einmal sehr schön mit Captain America, wie die beiden zusammen sind und sonst was. Sehr schön gemacht, finde ich, diese Hefte. Also ich würde die auf jeden Fall durchlesen. Ist ein Tipp von mir. Hier wird auch gezeigt, wie anscheinend die eine Maske schmiedet oder was, schweißt, bohrt oder wie, etc. Und dann die nächste Ausgabe, bau den rechten Ellenbogengelenk von Iron Man 2. Ich denke mal, das Gegenstück. Das muss ja dann noch verbunden werden, zusammengeschraubt werden. Ja, und dann schauen wir uns mal das mal an. Natürlich jetzt wieder. Moment, mal Schere haben. Schnippschnapp. Und dann ist es offen. Und so sieht es aus. Das ist Kunststoff. So. Das sind Platinen hier. Das ist Metall und das ist Metall. Und die Sachen werden einfach verbunden jetzt. So, wir gucken uns mal an. Eins. Sind so zwei runde Dinger. Ich denke mal, die werden hier reingesteckt. Einmal so, einmal so. Dann kommt das hier dran. So. Und das kommt hier dran. Und dann sieht das nachher so aus. Also es ist diesmal nicht viel zu basteln. Ja, viele Bastler sind vielleicht enttäuscht. Oh, toll, nichts zum Schrauben, sonst was. Es ist bei den Bauern Sachen so halt. Also manchmal kommen jetzt die Teile, wo wenig ist. Ich finde persönlich, der Anreiz ist gut. Dieses Zusammenzubauen finde ich gut. Wenn man diese ganzen Hefte sich besorgt, dann ist auch sehr schön, das zusammenzubauen. Und man soll sich auch ein bisschen Zeit damit lassen. Wenn man meint, man soll heute nicht das machen, dann macht das am nächsten Tag. Also ich finde, es macht Spaß. Und ich sage erstmal 11,90 €, ob einer das holt und das holt. Ja, ist halt. Ich finde eine ganz gute Sache, finde ich das. Es macht Spaß. Klar, wird immer ein bisschen, na klar, es dauert ja dauert eins bis, ich denke mal, zwei, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre, bis das fertig ist. Aber wenn man schon merkt,
dass die Figur wird größer, es kommt mehr dran, Arme, Beine, Brust oder etc. Da freut man sich, wenn das fertig ist. So, ja, ist heute nicht viel. Ja, ist irgendwie schon irgendwie schade, nichts anderes dabei ist. Sie hätten auf jeden Fall vielleicht die anderen Klappe auch dabei machen sollen. Das wäre vielleicht effektiver gewesen. Gut, aber ja, mehr gibt es mir sagen. Gut, das war's für ein kurzes Video von dem Ausgabe 5 von Phantom Bone Iron Man. Ausgabe 5. Dann sehen wir uns mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder. Ausgabe 6. Das Teil 2 von hier. Dieses Ellenbogengelenk. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen oben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Kanal auch abonnieren, wenn ihr möchtet, wenn ihr es nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns mit Sicherheit wieder. Zur kleinen Information, ich gebe noch einen ganz kurzen Tipp. Wenn ihr diese Teile zusammenbaut oder ihr habt mal irgendein Problem, es ist eine Schramme hier dran, zum Beispiel an dem Lack, da würde ich mal sagen, holt mal euch mal diese transparenten roten Lack für Rücklichter. Zum Beispiel, weil ich denke mal, das ist so ein bisschen metallisch. Da könnt ihr auch die Ecken ein bisschen schön machen. So ein bisschen, wenn irgendwas abgehen sollte. Guckt mal rein, versucht das mal. Ich habe es ein bisschen versucht. So ein bisschen, es geht wunderbar. Oder halt diesen Lack nochmal holen. Die gibt es auch irgendwo im Baumarkt zu kaufen. Aber ich mache das immer wieder gerne, weil ich es auch unten unter Metall wissen. Ihr seht, schaut mal. Ansonsten, das war's dann von mir. Dann wünsche ich euch alle noch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Mike. Bleibt gesund. Ciao.